So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, und heute mit meinen japanischen Panzern, die gab es ja eine ganze Weile nicht, weil ich kein Thumbnail dafür hatte, deswegen bringe ich die jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Ich habe Spaß auf die, Lust auf die, das wollte ich sagen, an Spaß. Ich habe Spaß an denen und ich habe Lust auf, ja, wie auch immer. Ja, ich komme leider außerhalb der Folgen gar nicht so viel zum Spielen, deswegen hänge ich bei den Japanern auch gerade so ein bisschen fest. Aber ich erforsche gerade den letzten Panzerjäger, den Nato. Dann kommt der Shito, dann der M24. Was ja nicht wirklich ein japanischer Panzer ist, aber okay. Na gut. Das heißt, ja, das sind... Das und das sind amerikanische Panzer. Was machen die in dem japanischen Panzerbaum? Habe ich da irgendwas im Zweiten Weltkrieg verpasst? Das, ja, weiß ich nicht. Haben die in Pearl Harbor gleich noch ein paar Panzer mitgenommen oder wie kommt das zustande? Naja. Ich hatte gerade schon das Vergnügen, dass ich eigentlich eine ganz schöne Runde hatte. Aber plötzlich ist, weiß ich nicht, hat meine Grafikkarte oder irgendwas hat gesagt, och, ich stürze mal einfach mal komplett ab. Keine Ahnung, was da los war. War hier überall so grüne Quadrate im Bild und das Standbild und... Also das ist alles so ein komischer Kram. Wo ich mir auch so gedacht habe, okay, was ist jetzt hier los? Naja. Ich habe auch immer noch das Problem, dass mein Schnittprogramm, mein Videocodec irgendwie nicht anerkennt. Und ich deswegen weder schneiden kann, noch irgendwie das Intro vorsetzen kann. Finde ich ein bisschen schade. Lässt sich aber irgendwie nicht ändern. Also ich muss dann nochmal gucken, ob ich vielleicht irgendwie ein anderes kostenloses Schnittprogramm für die... Ich will die kurze Zeit organisieren kann, dass ich zumindest das Intro vorschneiden kann. Das wird ja schon reichen. Aber ja, das ist ja so, das ist irgendwie doof. Vor allem, wenn man sich einmal so an das Schneiden gewöhnt hat, dann will man auch ungern drauf verzichten. Kann ich euch sagen. Naja. Jo, häng mal fest. Jetzt muss ich die Folgen genau so hochladen, wie ich sie aufgenommen habe. Fiese Sache. Ja. Warum schießen die Leute immer mit ihrem MG? Muss ich das verstehen? So. So, pf, ja, hier kommt sowieso noch nichts. Ich muss da lang, ne? Das Blöde ist, jetzt scheint mir natürlich die Sonne entgegen. Also nicht im Spiel, sondern hier in der Realität. Durch mein Fenster. Deswegen, dass hier ein bisschen kniffliger wird. Mit dem Gucken. Aber gut. Wollen wir mal gucken, ob das doch noch was wird. Also dennoch, nicht doch noch. Also, T80. T50, T60, habe ich alles heute schon gesehen. Da kommt ja anscheinend gar nichts. Das macht mich misstrauisch. Oh doch, da kommt was. Hahaha. Mensch, wer seid denn ihr? Die Frage ist jetzt, zielen die auf mich oder auf wen anders? So. Das Gute ist, die haben sich jetzt zurückgezogen. Das heißt, wir sind jetzt im Vorteil. Denn wenn die rausfahren, können sie nicht gleichzeitig schießen bzw. zielen. Und wir können da quasi jetzt schon zielen. Das heißt, sobald sie rausfahren, sind sie weg. Wir brauchen aber deutlich weniger Zeit, um zu reagieren. Ja genau, schieß mal mit deinem MG da drauf, damit die wissen, dass wir auf jeden Fall dahin zielen. Dann kommen die bestimmt raus. Alter, wie kann man denn nur so eine... Wenn das wirklich klappt, dann... What? Ist klar. Ich schieße ihm in die Seite, nichts passiert. Er schießt mir vorne rein, alles weg. Ja, ganz, ganz, ganz normal. Und jetzt kommen wir noch. Artillerie. Juhu. So, ist ja gebrochen. Nö. Geh da weg. Pff. Macht euren Scheiß alleine. Ich nicht mehr. Boah, ich schieße ihm einfach in die Seite und nichts passiert. Und er holt mir einfach vier Leute raus. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Und es ruckelt.
Also das Spiel ruckelt. Ach, komm. Ja, das war jetzt klar, aber ich dachte, ich kann dafür den... Ich kann dafür den scheiß Hagu holen. Aber nein, der ist ja geplatzt. Einen Kill habe ich gekriegt. So ein Schmu, ey. So. Jetzt fahre ich aber direkt drauf. Nicht den Umweg da hinten rum. Mann, ey. Hätte der komische, ich weiß gar nicht, Ausführung C, ne? Wenn mir nicht irgendwie mit so einem Lucky Shot 4 Leute rausgeholt, wäre das bestimmt anders ausgegangen. Alter, das kann echt nicht sein. Hat der da einmal reingehalten und ja, ist okay, ich schieße mal alles weg. WTF. So, können unsere Leute jetzt mal A einnehmen? Wäre sehr nett. Boah, Abschusshilfe. So viele Knöpfe, die gedrückt werden müssen. Was mache ich denn hier? Und Feuer. Bums. Ja, also, ja, genau. Das wäre es jetzt noch. Hallo, Panzerjäger 1. Sag Hallo zu HE. Haha. Ach, der ist so böse. Der Shotgun. Dreh dich, Turm. Wenn mich nicht alles täuscht, kam da gerade was angefahren, was mir nicht ganz so gefällt. Außerdem steht noch in Ausführung B. Soll vielleicht mal warten, bis jemand Turm dreht. Gott, mein Turm ist echt langsam. Bums. Eins. Oh Gott, okay, die stehen ein bisschen... Stehen ein bisschen weit weg. Ich glaube, da komme ich nicht ganz dran, aber... Nur so eine Vermutung. Na, das wäre es jetzt noch. Wenn die mich jetzt noch rausgenommen hätte, ey, dann... wäre die Runde einfach perfekt gewesen. So. Ja, wir machen uns jetzt übrigens mal in Richtung LVTA. Den können wir sogar durchschlagen. Außer der schlägt, durchschlägt uns vorher. Und man könnte natürlich auch zielen, aber das ist langweilig. Ich habe mir gesagt, hey Mensch, spielst du heute mal ohne Zielen? Macht viel mehr Spaß. Nicht. LVTA, ich komme. Ach, okay. Ich komme doch nicht mehr, denn du wurdest von einem Flugzeug weggeholt. Nach der Shotgun. Das ist schon ein schöner Panzer. Übrigens war keine Ausführung C, war ein Panzer 3B. Da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Dass mich hier niemand aufhalten will, finde ich gut. Außer das Flugzeug. Der Ausführung B ist schon weg. Sehr schön, ich wollte gerade sagen, will der mich etwa aufhalten? Mich und meine kurze Kanone. Hey. Wo sind denn die? Ach, die. Ah, warte mal. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich fahre so selten von hier auf diesen Punkt. Dem. Och, komm. Hört auf, mir dauernd die Panzer zu klauen. Diebe. Das ist jetzt aber meiner. Bumm. Weg. Ich weiß zwar nicht, wo der hingezielt hat, aber... Ja, okay. Hätte auch ein Bomber sein können, deswegen bin ich einmal weitergefahren. Oder irgendwas mit Raketen, aber war nur ein Jäger. Wie gesagt, ich glaube, selbst auf BR 1-0 können die Jäger niemanden rausschießen, deswegen bin ich ja relativ... Ohne Gefahr. Da kommt ein Panzer 35T. Die Dinger sind nicht zu unterschätzen. Ich würde da nicht vorfahren.
wenn ich du wäre. Da steht nicht noch ein bisschen mehr. Außerdem, ach nee, ich wollte gerade sagen, wir müssen A einnehmen, aber wir haben ja mit C und B. Kommt eigentlich relativ selten vor, dass ein Team quasi B und C hat, aber A nicht. Ja, ich weiß, sie stehen am Spawn, aber wir stehen ja schon ein bisschen länger. Aber jetzt mal kurz keine Gnade. Bevor die uns jetzt B einnehmen. Wie gesagt, ich will ja hier nicht campen, ich will die nur kurz wegholen. So. Ha. Gott, ernsthaft? Okay. Ich hab's ja verstanden. Spawn-Camping ist doof. Wo es noch nicht mal richtig Spawn-Campen war. War ja schon vom Acker. Na, verdammt. Ich hab meinen Turm getroffen und jetzt komme ich hier nicht weg. Weg, komm. Gas, 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 Gas. Huiuiui, das war knapp. Das war knapp. Wieso da durchschießen? Ich versuch's mal offensiv. Mal ein paar Leuten im Panzer. Alter, ich werde ja von allen Seiten beschossen. Na gut, ich stehe auch mitten quasi im feindlichen Gebiet. Im gegnerischen Spawn-Gebiet. Das ist nicht immer unbedingt die beste Taktik. Aber scheint zu funktionieren. Ich fahre quasi rum und nichts passiert. Ich hole mir jetzt übrigens den Ausführungen, ne, den 38T oder wie der heißt. Oder ich hole mir für, zuerst den T26. Nein, so nicht. Fahr lieber außen rum. Und da gab es kurz wieder einen Ruckler. Na, verdammt. Natürlich. Oh, kann der nicht da stehen bleiben? Wo er stand, anstatt mir jetzt hier in den Hintern zu schießen? Gott im Himmel. Was macht mein Teamkollege da? Der blaue da unten. Statt dass der mal drauf fährt. Nö. Ja, toll. Jetzt fährt der T80 drauf, ne? Super, danke. Ach Gott. Mann, ey. Sowas nervt. Sowas nervt wirklich. Ach, jetzt haben die auch noch C angenommen. Ach, du willst mich doch verarschen. Gott im Himmel. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ich behaupte jetzt einfach mal, der T80 konnte sehen. Konnte den, glaub, 38T sehen. Ne? Und wenn ich den sehe und sehe, dass der auf was anderes schießt, dann kann ich auch mal drauf fahren. Naja. Finde ich zumindest. Ja, war aber trotzdem, glaube ich, eine ganz schöne Runde. Ich glaube, haben wir das noch gewonnen oder verloren? Nein, nee, wir haben es tatsächlich noch verloren. Obwohl wir gegen Ende noch die Punkte eingenommen haben, aber ging ja wahrscheinlich nicht mehr schnell genug. Na gut, ja. Vier Abschüsse, vor allen Dingen. Vier Abschüsse, eine Abschusshilfe. Wie gesagt, war jetzt nicht die Ruhmreißrunde, aber war ganz okay, finde ich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like und über Kommentare freuen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.